Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE SmackDown vs. Raw 2006. Beim letzten Mal haben wir No Way Out erlebt. Teddy Long ist immer noch dabei, uns vor WrestleMania zu hindern. Ihr wisst schon, wegen dem Anfahren und so weiter, ne? Ihr kennt das alles. Und aus dem 1 gegen 3 Hell in the Cell Handicap Match wurde letztendlich ein Tag Team Match, denn Triple H kam uns zur Seite und hat auch am Ende der letzten Episode in der Promo erklärt, warum. Denn er meinte, er weiß, wie schwierig es ist, Champion zu werden. Und jetzt haben wir auch noch Chris Jericho in the Mix, der das gar nicht so gut findet. Und jetzt kommt auch noch Theodore Long raus und mal sehen, was der so zu sagen hat. Ja, yeah, wie immer rauskommen. Wie der größte Hoshi. Tonight's Main Event. It'll be... Look what we have here. Two Raw Superstars. Triple H. Can't keep their nose out of smack and business. Chris Jericho. Taking on these guys. And Chris Jericho escorted from the building. But actually, I'm glad you're here, players. See, after Triple H messed with my main event at No Way Out, I got permission from Mr. McMahon to make a special brand match. Tonight's main event, it's gonna be a tag team match. Team up tonight against JBL, Kurt Angle, and the WWE Champion John Cena in a six-man tag team match. Yay! And when it's over, Tag Team Teddy, we're going to find out once and for all which title our number one contender is going to challenge for at WrestleMania. What? Holla, holla, holla. I gotta say, Theodore Long has been on the curve since he came back to SmackDown. He anticipated Triple H showing up again tonight, and he was ready, Taz. I'll say, a six-man cross-brand tag match? That kind of rock-a-bustle would be a main event anywhere, anytime. And it's here tonight on SmackDown. Gut, dass die Blitzeffekte von den Kameras auch durch den Körper von Teddy Long gehen. Ja, gut. Das habe ich nicht ganz zugehört. Six-Man-Tag-Team-Match. Welche von SmackDown gegen uns drei oder wie läuft das jetzt? Mal gucken. JBL, Cena und wer noch? Und wir sind jetzt bei... Also wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir jetzt mit Triple H, Jericho und ein Team. Wenn wir gewinnen, treten wir für den WWE-Titel an und andersfalls für den World Heavyweight-Title? Oder wie läuft der Hase jetzt? Bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ich hab ein bisschen dazwischen geredet. Kurt Angle, ach so. Aber dann Cena noch, oder was? So, was ist denn los hier? Das reicht doch mal langsam mit dem Gelegge hier. Hab nichts weiter an hier. Also ein bisschen. Nee, bei dir nicht. Der WWE Champion! So, ja, mal gucken, wer ist denn jetzt gegen wen? Ich hätte lieber aufpassen sollen. Und sind überhaupt das Qualifikationen? Man weiß es nicht. Ah, toll! Krieg nicht mal ein Entrance. Aber wir schon in der Arena waren. Okay. So wie ich anscheinend gesagt habe, aber die Stipulation ist mir noch nicht ganz bekannt. Yay, 40 FPS. Das kann ja ein Weilchen dauern. So, steuere ich dann wenigstens die anderen Typos. Ah ne, Typos sind ja Schreibfehler. So, Triple H. Ne, anscheinend nicht. Ne, ich wollte eigentlich gucken, ob ich mir eine Taste gibt, wo ich das machen kann, so wie ich das vorgestellt habe. So, Cena, komm her hier. Danke! Komm her, Cena, ich hasse dich. Ich hasse dich! No. No. Content. Jawohl. Und ab in der Ringtreppe. Mann, wie soll. Genau soll ich das denn noch machen? So, Cena, geh raus aus dem. Das kann auch lange dauern hier. Six-Man Tag Team Match. Muss jetzt mal tauen hier, das Scheiß. Muss das Match. Tothauen, wenn man so will. Geh dann rein, mach den Scissors Kick oder whatever.
Ich glaube, der Scissors Kick war jetzt eher der Finisher, ne? Komm, ey. Na! Ich fass es nicht! It can't be! It can't be! Jawoll! Ah, jetzt hab ich Cyclone gemacht. Den F5. Mein Fehler. Ich hab die Richtungstaste noch mitgedrückt. Ja, ich hau ja schon ab. Shit. So. Light Sword! Was? Oder wir machen einfach Countout-Sieg. Yeah! Ich halt JBL draußen, wenn mir das möglich ist. Bulldog. Let me. Ey, wehe, die lassen jetzt Dings auszählen. Dann hau ich den Schiri um. Wenn er bei 9 ist und ich bin ab, dann hau ich den Schiri um. Okay, Triple H kommt wieder rein. Das ist wunderbar. So habe ich mir vorgestellt. Aber warum werden wir jetzt schon wieder attackiert von Cena? Wir haben wohl nichts getan. Ohne Flachs. Na, geh ja schon weg, Schiri. Lass mich in Ruhe. Mein Gott, nochmal. Ja, Schiri, hau ab doch mal. Nein. So, raus mit dir. Schnauze voll. Weg. Jetzt mal erstmal mit Move. Und versuche ihn auszählen zu lassen. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genau, alle helfen mit. Das ist Teamwork. So, genau. Triple H, du musst raus. Du darfst jetzt aber nicht mehr rein. Das wäre ein bisschen problematisch. So, wir machen einen schönen langen Move. Genau. Zack. 7. Oh, oh, ich denke, das sieht gut aus. Bloß er darf jetzt nicht reingehen. War vielleicht doch nicht so gut. Nein! Mann! Ah, ich war so gut. So gut. Hau ab, Curti. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Finisher. Immer noch Finisher. Na super, komm. Stormen wir den Mist mal. Und jetzt würde ich gern eingetaggt werden. Würde jetzt gern eingetaggt werden. Nein, nicht von dir. Jawohl! It's Pedigree Time! Jawohl! Nein! Oh, Scheiße! Mann! Scheiß Stamina immer, das hätte vielleicht sogar funktioniert! Mann! Jetzt liegt der Schiri auch noch down. Ah. Wer ist jetzt so offiziell im Ring? Der Legale, wenn man so will. Enzugiri! Wir kriegen jetzt die Q. Ja. Ich kann es nicht lassen, ne? Lass mich rein. Ich würde gern meinen Finisher machen. Mann! Warum geht er denn immer gleich raus nach einer Aktion? Das kann doch nicht sein, dass automatisch ist, der Scheiß. Lass mich in Ruhe. Du gehst rein hier in den Ring. Oder was auch immer. Wir können DQ haben. Jetzt wird er getaggt werden. Das geht hier auf den Ding hier rauf. Boom. Ins Leere. Klar. Klar. Warum nicht? Kann ich mal meinen Stamina aufbauen. Kann doch nicht wahr sein. Triple H, der ist schon mächtig hier am Abkacken. Der darf gar nicht rein. Nein, nicht mit Jericho taggen. Was soll denn der Mist? Ja. Jawohl. Cena! Cena!
It's time! It is time! So geht auf die anderen Spasten. Falscher Spast! Mann! Was macht ihr denn? Synchron! Ja! Oh! Mann! Weißt du, da verkacken die einmal. Und dann reicht das noch nicht mal aus. Er wird doch left in 3-on-1. Wir sind hier nicht bei No Way Out. Ich bin frischer Mann, ich verdiene sowas nicht hier. Escape. Einmal oben rechts, oben links auf die Tastatur drücken und dann ist gut. Cena ist der legale Mann im Ring. Kommt her jetzt hier. Jo, Haschköppe. Danke, Triple H, für deine Hilfe. Wollte dir nur mal gesagt haben, dass du immer so mir hilfst. Das finde ich echt nett. Und lieb. Voll süß auch ab und zu. Aber nur manchmal. Jetzt ist gut. Jetzt habe ich. Jetzt ist die Windel voll. Wenn man es so sagen will. Jetzt ist die Windel voll. So, Curly, der ist schon wieder kein bisschen angeschlagen. Muss ich wieder die ganze Arbeit machen? Oder wie läuft das hier? Also, der ist 5 Minuten vergangen. Eigentlich schon 10 oder was weiß ich. Aber man gewöhnt sich ja an alles hier. Womit ich immer hier zu kämpfen hatte, ich glaube. Immer zu kämpfen habe, ich glaube es nicht. Machen wir mal Line Salty. Wenn schon Chris Jericho bei uns im Match ist. Ich hab sogar getroffen. Du glaubst es nicht. Ja, geht raus. Geht raus, kommt raus, kommt raus. Nope. So, du darfst raus, Cena. Du darfst raus. Nur damit du es weißt. Na. Muss ich hier auf den Körper gehen, ja? Jetzt! Oh, ey. Raste aus, Sir German! An den Mann aus Mexiko! Hey! Kann aber auch ein Match werden hier. Das ist ja schon. Komm, helf mir mal. Danke, Triple H! Aber ich muss beide reinholen, ja? Dann funktioniert die Welt. So. German! So, jetzt kann ich mal auch einen Line-Zoll ansetzen. Vielleicht pinnt er den ja auch denn mal. Rope Break, klar! Beim Six-Man-Tag-Team-Match auch noch ein Rope Break. Jetzt hätte ich nicht genug Platzmangel hier. Und dann auch noch Stamina am Arsch. Wer ist der aktuelle? Okay. Jetzt ist aber gut hier. Ich finde das langsam echt nicht mehr okay. Immer seine scheiß Punches. Nein, ich will nicht taggen. Wenn du dich treffen kannst, ist das nicht mein Problem. Nein, Triple H. So, scharfe Sidekick. Doch nicht. Jetzt aber. So, zack. Luchador Moves. Und er sieht ganz schön angekackt aus am Körper. Wenn man so sagen kann. Genau, geh auf den anderen! Auf die anderen! Danke! Na, 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 na! Vielen Dank für deine Hilfe. Danke, dass du mir immer hilfst, wenn ich frage. Danke, JBL. Danke für diesen wunderschönen Bake Breaker. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich muss mal die Stamina aufpumpen. USA! So,
rüber mit dir. Das hat gebracht. So. Mal jetzt keiner Five hier, keine Sorge. Ich verschwette mein Finisher nicht. Ein Jawbreaker wird ausreichen. So, vielleicht, ich vertraue jetzt einfach mal, dass Triple H mir diesen Typen hier ein bisschen vom Hals hält. In der Zwischenzeit werde ich einfach mal den Scissors Kick hier machen an JBL. Halt ihn! Halt ihn fern! Oh! Mann! Spinneroonie! Nein! Ist ja ein regelrechter Brawl hier! Du kriegst die Tür nicht zu. Pin! Der Falsche! So. Und wir sind jetzt Roland am Körper. Klar, warum nicht? Habe ich mir schon immer gewünscht. Fick dich! Stamina. So, ich muss erstmal Jericho eintaggen. Bin ja fix und fertig. Danke, Triple H, dass du mir mal eben Platz frei machst. Geh mal eben wieder rein oder raus. So. Ich muss erstmal hier für Ordnung sorgen. Na, jetzt holt ja auch noch Cena den Sack rein. Guck mal, ich kann ja sogar Triple H mit rekrutieren hier. Na komm, mach die Q. Ich warte ja nur noch drauf. Ich leg mal für die anderen hier irgendwas hin. Vielleicht schlagen die mich ja damit. Das wäre ja echt nicht schlecht so. Cena ist der aktuelle Mann im Ring. Das höre ich gerne. Vielleicht kann ich ihn ja dazu bringen, draußen zu bleiben. Ich weiß, ich laufe hier ein bisschen sinnlos durch die Gegend rum. Ah, so ist er denn, der WWE. Macht man da öfter, das habe ich gehört. Cena ist total im Arsch. Helf ihm mal. Mann! Oh oh, ein Sleeper. Eigentlich müsste jetzt schon aufgeben. Nein, komm her. Aber er gibt ja leider nicht auf, weil das nicht funktioniert. Auf diese Art und Weise. Gottes Willens. Klar. Komm rein hier. Genau so macht man das. Und Cena wäre ja auch nochmal ein bisschen schwächen hiermit. So, hätten jetzt einer gepinnt. Der ist ausgereicht. Wen zählt denn aus? Ach, Jericho! Das ist der aktuelle. Dann werde ich Cena auch mal hier raus katapultieren. Na komm her. Auf gut Glück. Weil vielleicht. Okay, das hat er es nicht gebracht. Ich versuche trotzdem Cena. Solange nicht draußen zu halten. Mal wieder. Und ich hoffe, dass Jericho es schafft, von alleine wieder in den Ring zu kommen. So, dann machen wir hier nochmal einen Move. So, Jericho. Er geht nicht tatsächlich raus. Gut, ich wollte schon sagen. So, Triple H hilft mir. Ich bin sozusagen Backup. Bin sozusagen das. Na, oh, ich wollte schon sagen. Mann, das Match geht ganz schön lange und mal sehen, ob wir es vielleicht irgendwann mal schaffen werden, es zu gewinnen. Das sehen wir dann leider erst bei der nächsten Ausgabe von Let's Play SmackDown vs. Raw 2006. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Resttag. Euer Franz, euer Zeug. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.